Ich arbeite für Monty Burns. Ja, da, 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 Monty Burns. Mr. Smithers, dürfen wir Sie zur Arbeit fahren? Nein, danke. Wir sind von der Firma Globex und wir würden Ihnen gerne ein interessantes Angebot machen, um Sie für unsere Nuklearabteilung zu engagieren. Freut mich sehr, aber ich bin bereits engagiert. Wir würden Ihnen einen beeindruckenden Verdienst garantieren, zudem eine Krankenversicherung für Sie und Ihren Lebenspartner. Meine Antwort lautet nein. Was ist eigentlich los hier in diesem Land? Kann man nicht mal mehr die Straße entlang laufen, ohne ein Stellenangebot zu bekommen? Ach, dann müssen wir uns an den nächstlängeren Mitarbeiter des Atomkraftwerks wenden. Da haben wir ihn. 10 Jahre Erfahrung. Sein Name ist... Marge, ich habe einen neuen Job. Und zwar bei der Firma Globex. Da verdiene ich mehr Geld und habe eine Krankenversicherung für mich und meinen Lebenspartner. Wir werden umziehen in ein neues Haus und... Umziehen? Das liegt irgendwo oben in Cypress Creek. Du hast einen Posten in einer Fremdstadt angenommen, ohne mit deiner Familie darüber zu reden. Aber nein, sowas würde ich doch niemals im Leben tun. Wieso nicht? Unsere Wurzeln sind hier, Homer. Hier haben wir Freunde und Familie und Büchereiausweise. Marts Anwalt wohnt hier. Aber Marge, damit habe ich die Möglichkeit, mir einen lebenslangen Traum zu erfüllen. Wovon träumst du denn dein Leben lang? Versprich mir nicht zu lachen. Ich möchte, dass mir einmal die Dallas Cowboys gehören. Tut mir leid, Dad, aber das finde ich einfach zu niedlich. Homer, ich möchte nicht aus Springfield wegziehen. Wir haben uns ein gemütliches Zuhause geschaffen und ich denke nicht daran, mich da hinaus zu expedieren. Dann nimm das Zuhause doch einfach mit. Sieh dir das bitte erstmal an. Cypress Creek. Ein Märchen von einer Stadt. Ach, sehen wir uns lieber was anderes an. Moment, du willst uns doch überreden, dorthin zu ziehen. Ach ja, ganz recht. Sehen wir es uns an. Sieh dir das an. Jemand sollte hier eine ordentliche Stadt bauen. Das hat auch jemand getan. Das ist Cypress Creek. Eine geplante Wohnanlage für die Mitarbeiter der Firma Globex. Cypress Creek. Hier werden Träume wahr. Auch wenn sie abweichen von denen der Firma Globex, ihrer leitenden Angestellten und ihrer Anteilseigner. Na, wie denkst du jetzt über mich und Cypress Creek, Marge? Es sieht wirklich viel hübscher aus als hier in Springfield. Ja, habt ihr gesehen, wie die Leute sich nicht gegenseitig schubsen und K.O. schlagen? An so einem Ort bin ich noch nie im Leben gewesen. Ich auch nicht. Das Geld, das du dann mehr verdienst, könnten wir gut brauchen. Und dieses Haus hier fällt sowieso bald zusammen. Ich bin einverstanden. Ja! Oh Mann, Fenster! Ich glaube nicht, dass ich mir sowas leisten kann. Hallo, ich habe nicht geklingelt, um euer Haus zu kaufen, aber ich muss dringend auf die Toilette. Dann möchte ich eure Zeitschriften durchblättern, eure sorgfältig geordneten Sachen durcheinander bringen und eure Lebensmittel ein bisschen unhygienisch besudeln. Ha! Jetzt wisst ihr, was das für ein Gefühl ist. Danke, besuch uns wieder. Diese verkommene Bude verkaufen wir nie. Kann mir mal jemand helfen? Selbst wenn wir das Haus verkaufen sollten, kriegen wir bestimmt nicht genug, um die Hypothek zurückzubezahlen. Hey! Ach, Homerchen, es geht um die Sachen, die du dir im Laufe der Jahre von mir geliehen hast. Zum Beispiel die Fernsehtischchen, die Sandstreumaschinchen und die Badewännchen für unten. Braucht ihr dieses ganze Zeug denn noch in Cypress Creek? Ja. Okili-dokili. Wiedersehen. Bis bald. Gott sei mit euch. Hey, ihr, macht's gut. Wiedersehen. Lebt wohl, Homer. Macht auf euch auf. Adios. Auf Wiedersehen. So lebet in Freuden. Arr, bon voyage. Juppidu. Alles Gute. Wiedersehen. Tata. Lebt wohl miteinander. Wiedersehen. Sayonara, Freunde. Bis bald. Wiedersehen. Ich wünsche euch was. Wiedersehen. Wir sehen uns. Macht's gut. Alles Gute. Haha. Mir wird Springfield sehr fehlen. In dieser Stadt war man sehr nett zu uns. Stimmt doch gar nicht, Dad. Darum hauen wir doch ab. Oh ja. Leb wohl, du Drecknest. Hier steht, ein einziger von diesen riesigen Redwood-Bäumen bringt so viel Sägemehl, dass man damit einen ganzen Tag lang die Kotze in Disneyland zudecken kann. Oh. Ah. Oh. Da sind wir, 15201 Ahornanlagenstraße. Unser neues Zuhause. Ja, das nennt man Platz. Ich darf Sie im Namen des Präsidenten der Firma Globex willkommen heißen. Ich! Probiert die Papayas, die sind saftig und voll Papain. Das macht euch stark wie Popeye. Popeye Papain, Popeye Papain. Das ist dasselbe, klingt fast gleich. Ach, vergessen wir's. Wie geht's? Ich bin Hank Scorpio. Oh, mein Boss. Nennen Sie mich bitte nicht so. Ich mag es nicht, über andere Menschen erhoben zu werden. Ich bin wie Sie.
Okay, ich fange später an zu arbeiten und werde besser bezahlt. Ich habe auch länger Urlaub, aber ich mag das Wort Boss nicht. Hey, sehen Sie sich mal meine Füße an. Gefallen Ihnen die Mokassins? Sehen Sie in Ihren Schrank, da sind welche für Sie. Mögen Sie sie nicht, dann mag ich sie auch nicht. Los, weg mit euch, verschwindet! Ha, hat schon mal jemand Wiedersehen zu einem Schuh gesagt? Ich einmal. Ach, Mr. Scorpio, dieses Haus ist eigentlich viel zu groß für uns. Da ist der Rauschmiss doch schon fast vorprogrammiert. Bei uns gibt's keinen Rauschmiss, Marge. Und wenn wird man nicht geschmissen, man wird freiwillig gegangen. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ich jogge zum Spaß. Wir sehen uns morgen bei der Arbeit, obwohl ich es ungern Arbeit nenne. Okay, der Backofen reinigt sich von allein. Der automatische Staubsauger ist auf Staubpatrouille. Und Maggie genießt ihre Schaukel-O-Matik. Es ist wirklich kaum zu glauben. Ich habe alle Hausarbeiten erledigt und es ist erst 9:30. Naja, ich gehe lieber mal nach oben und sehe nach, ob die Betten auch gemacht sind. Sie werden feststellen, mein neuer bester Freund, dass wir hier locker miteinander umgehen. Ja, Sir, davon bin ich überzeugt. Mehr als locker, Mr. Skorpion. Nennen Sie mich nicht Skorpion, ich heiße Scorpio, aber nennen Sie mich so auch nicht. Einfach Hank. Hey, bevor wir unseren Rundgang fortsetzen, würden Sie bitte meine Jacke an die Wand hängen? Mhm. Mal sehen. Ja, aber wo... Immer mit der Ruhe, Homer. Bei Globex glauben wir nicht an Wände. Zudem habe ich Ihnen noch gar nicht meine Jacke gegeben. Mhm. Ui. Eine solche Umgebung war immer schon mein Traum, Homer. Was haben Sie für einen Traum? Für Sie zu arbeiten. Lassen Sie das bitte. Mein Arsch ist zum Sitzen und nicht zum Reinkriechen. Also sagen Sie mir die Wahrheit. Was ist Ihr Traum? Ihr wirklicher Traum? Ich möchte, dass mir irgendwann mal... die Dallas Cowboys gehören. Man hat sie bestimmt immer ausgelacht, wenn sie das sagen. Ja. Niemals aufgeben. Mich hat man auch ausgelacht, als ich zum ersten Mal Jeans mit einer Sportjacke getragen habe. Ich war der erste reiche Mann in Amerika, der sich das getraut hat. Jetzt tun das alle. Schon mal was von Mike Milton gehört? Ja, nein. Hallo, Gentlemen. Guten Tag. Also, Homer, diese Herren hier sind Ihre Augen und Ihre Ohren. Und falls mal Not am Mann ist, ersetzen Sie auch alle anderen Teile Ihres Körpers. Sie haben die Aufgabe, Sie zu leiten und zu motivieren. Schenken Sie ihnen die Gunst Ihrer jahrelangen Erfahrung. Keine Angst, das dauert nicht lange. Der Schlüssel zur Motivation ist Vertrauen. Ich zeige Ihnen, wie ich das meine. Lassen Sie sich mit geschlossenen Augen nach hinten fallen. Ich werde Sie auffangen. Dann werden Sie erfahren, was Vertrauen bedeutet. Fertig? Alles klar. 3, 2, eine Sekunde. Hallo? Oh mein Gott, da liegt jemand auf dem Boden. Der Anruf kam dazwischen. Nicht, dass Sie mir jetzt misstrauen. Ja, was ist passiert? Und wann? Bitte, wie viel denn? Ach du meine Güte, ich komme sofort. Homer, ich muss nach oben, es gibt ein Problem. Jemand hat von meinem Mittagessen genascht. Ich überlasse jetzt alles Ihnen. Wir stehen unter Zugzwang. Sie müssen sie motivieren. Na, arbeitet ihr auch fleißig? Ja, Sir, Mr. Simpson. Könnt ihr noch fleißiger arbeiten als jetzt? Ja, natürlich, Boss. Hey, nennt mich Homer. Klingt gut, endlich mal was Neues. Damit kommst du gut an hier auf der Schule. Hey, Bart, hast du schon einen besten Freund gefunden? Ich suche nämlich jemanden, der mich ein bisschen herumkommandiert. So, Freunde, dann nichts mehr ran an die Arbeit. Heute geht's um Grammatik. Schreibt alle diesen Satz ab und kringelt die Hauptwörter ein. Bart, als Neuzugang zu unserer Menagerie hast du die Ehre. Na schön, du solltest den Satz erstmal lesen. Teventum und Jolly Word. Weiter weiß ich nicht. Sag mal, hast du nie kursiv gelernt? Doch, Flüche kenne ich zum Teufel, dann verdammt und der Alter... Nein, ich meine kursive Schreibschrift. Kennst du Multiplikationstabellen und die Divisionsrechnung? Davon habe ich gehört. Naja, du wirst bestimmt davon profitieren, wenn du in unserem Heilpflanzenprojekt teilnimmst. Hier wirst du dich wohlfühlen bei unseren Legasthenikern. Eigentlich kann ich mich gar nicht beschweren, denn hier ist im Grunde alles perfekt. Und weshalb bist du hier? Ich bin aus Kanada hergezogen und die halten mich für zu langsam, ey. Ich bin auf dem Kinderspielplatz vom Klettergerüst gefallen und als ich aufgewacht bin, war ich hier. Ich hab Feuerchen gelegt. So, jetzt nehmt brav eure Sicherheitsstifte und ein Stück Kreispapier. Ich hoffe sehr, dass wir diese Woche den Buchstaben A schaffen. Moment, eins wollen wir klarstellen. Wir hinken unseren Klassenkameraden hinterher. Und das wollen wir aufholen, indem wir noch langsamer vorgehen als die... Kuckuck. Kuckuck, 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 aufhören, kuckuck, aufhören, kuckuck, Warren, kuckuck, Melvin, Gary, Dot,
Gordy! Hey, ich sollte eigentlich in der 4. Klasse sein. Ich habe das Gefühl, da ist jemand von der Sollte-Seuche befallen. Au! Warren! Wildblumen! Euch gibt's gar nicht in Springfield. Hallo, mein kleines Streifenhörnchen. Du bist ein nordisch verziertes Streifenhörnchen. Oh ja, du bist so niedlich verziert. Hallo, Frau Eule. Du bist etwas zu früh wach. La 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 la. Mr. Scorpio sagt, die Produktivität ist um 2% gestiegen. Und das nur aufgrund meiner Motivationstechnik. Wie Donuts. Und die Hoffnung wecken, dass es vielleicht noch mehr Donuts gibt. Ich hab gewusst, dass du Erfolg hast, Homer. Sportsammelobjekte. Wow, ein Baseball aus Rennpferdleder. Oh, der Hut von Trainer Tom Landry. Auch noch mit Widmung. Für Bermans Trockenreinigung mit besten Wünschen, Tom Landry. Warum kaufst du ihn nicht? Das ist völlig unmöglich. Nur Topmanager mit einem riesigen Gehalt wie ich können sich so etwas leisten. Oh, Topmanager wie ich? Ich bin ein Typ wie ich. Okay, Mannschaft, wir sind im 4. Viertel. Der Herr hat uns die Atome geschenkt und es liegt an uns, sie tanzen zu lassen. Hey, wenn Tom Landrys Hut euch nicht motiviert, dann sollte ich am besten wohl gleich einpacken. Es tut mir leid, wir sind nur ein bisschen müde, Sir. Wir bemühen uns wirklich sehr, den Reaktor in Betrieb zu halten. Müde, na sowas. Was ihr Jungs braucht, sind Hängematten. Hank Scorpio, Präsident. Nur hereinspaziert. Oh, hallo Homer, was kann ich für Sie tun? Ich würde gern wissen, wo ich Arbeitshängematten herbekomme. Hängematten? Du meine Güte, was für eine Idee. Warum ist mir das nicht eingefallen? Hängematten! Homer, es gibt 4 Geschäfte. Den Hängemattenhort in der 3. Straße. Aha. Den Hängemattenheuler, ja, der ist genau. Auch in der 3. Genau wie rein mit dem fetten Hintern. Mhm. Alle in der 3. Ja. Dann noch Swinglow Sweet Chariot. Ah, ja. Merkwürdig, die sind alle im selben Gebäude und zwar im Hängemattenhaus in der 3. Im Hängemattenbezirk? Ganz recht. Die Verbindung steht, Mr. Scorpio. Entschuldigung, Homer, eine Sekunde, ich werde gebraucht. Es ist sehr wichtig, ich bin sofort wieder da. Bitte? Einen schönen guten Tag, Gentlemen. Ich bin Scorpio. Ich kann das jüngste Gericht herbeiführen. Sie haben 72 Stunden Zeit, mir das Gold zu übergeben, oder Sie tragen die Konsequenzen. Und um zu beweisen, dass ich nicht blöffe, sehen Sie sich das an. Oh mein Gott, die Brücke an der 59. Straße. Vielleicht ist sie auch von ganz allein zusammengestürzt. Das Risiko können wir nicht eingehen. Das sagen Sie immer. Ich bin risikofreudig. Von allein zusammengestürzt, Sie Blödmann. Sie haben 72 Stunden. Bis dann. Zurück zu den Hängematten. Ja. Yeah. Es gibt einen kleinen Laden, der heißt Mary Ann's Hängematten. Das Nette dort ist, dass Mary Ann zu einem in die Hängematte klettert. War nur ein Scherz. Oh. Wissen Sie, wer die Hängematte erfunden hat? Nein. Schon haben Sie eine Aufgabe. Finden Sie es raus. Sagen Sie mal, gibt's hier irgendwo Zucker? Versuchen Sie es mal dort. Hallo Homer, ich hab schon 2 Finger gekreuzt, dass wir schaffen, den Atomgenerator bis morgen voll einsatzbereit zu machen. Ja, Sir, null Probleme. Gut. Ach übrigens, Homer, welches Land mögen Sie am wenigsten? Italien oder Frankreich? Frankreich. Haha, niemand sagt Italien. Dieses Labor hier habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Warum auch, es gehört mir. Haben Sie hier zufällig irgendwo Zucker? Zucker, natürlich. Hier, bitte. Tut mir leid, dass er nicht verpackt ist. Möchten Sie auch Sahne? Nein. Hurra! Damit habt ihr alle gewonnen. Hier blüht ja der ganze Wald. Entschuldigung. Oh, mir brennen die Augen. Mein kleiner Streifenhörnchenfreund, ich bin auf alles allergisch. Einfach genial, nicht wahr, Mr. Bond? Scorpio, Sie sind total verrückt. Ich würde nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Erwarten Sie etwa von mir, dass ich rede? Ich erwarte gar nichts von Ihnen, außer dass Sie sterben und ein billiges Begräbnis bekommen. Und jetzt werden Sie sterben. Haltet ihn! Der Mann muss sterben! Saubere Arbeit, Homer. Ich bin stolz auf Sie. Ach was? Wenn Sie heute nach Hause kommen, können Sie von einer neuen Heldentat berichten. Danke! Ich habe heute bei der Arbeit einen Penner zur Strecke gebracht.
Hey, was ist denn los mit euch traurigen Säcken? Ach, ich bin allergisch auf alles hier. Meine Nase ist total verstopft. Ich kann nicht mal Marts köstlich gekochten Sellerie schmecken. Mir ist so langweilig, seit wir hergezogen sind. Ich habe mich dabei erwischt, dass ich jeden Tag ein Glas Wein trinke. Die Ärzte empfehlen zwar 1,5 Gläser zu trinken, aber so viel kriege ich nicht runter. Tja, da geht es den Simpson-Männern weit besser, stimmt's, Bart? Bis jetzt hast du noch keinen Ärger in der Schule. In der Schule kann man auch keinen Ärger kriegen. Man hat mich in den Heilkräuterunterricht gesteckt. Ich bin umgeben von Brandstiftern und Kindern, denen man die Handschuhe an die Jacke genäht hat. Hey, Dad. Wir wollen wieder zurück nach Springfield. Wieso? Wir haben's doch herrlich hier. Und zum ersten Mal in meinem Leben leiste ich hervorragende Arbeit. Meine Mannschaft liegt weit vor der Wettermaschine in der biologischen Kriegsführungsabteilung. Es liegt bei dir, Homer. Was du entscheidest, das werden wir tun. T-1:45. Ich habe ein Problem, Hank. Hey, Moment, Homer. Hat das nicht Zeit? Nein, es ist ziemlich wichtig. Was ist hier eigentlich los? Ach, ich habe Ärger mit der Regierung. Das kenne ich. Die wollen den kleinen Geschäftsleuten immer an den Kragen. Aber lassen Sie uns lieber nicht von der Regierung reden. Was haben Sie denn? Meine Familie wünscht sich, dass wir nach Springfield zurückziehen. Lassen Sie sie doch. Wir bleiben hier. Wir gehen zum Boot. Was stört Sie denn? Nichts Besonderes, aber es sind viele Kleinigkeiten. Mit Kleinigkeiten kann ich mich leider nicht befassen. Kleinigkeiten machen das Leben aus. Homer, ich bin enttäuscht. Aber tun Sie das, was für Ihre Familie am besten ist. Ja. Dann danke ich Ihnen für alles, Hank. T-14. Wenn Sie was brauchen, rufen Sie mich an. Okay, wie ist Ihre Nummer? Ich habe noch nie in der Firma angerufen. Irgendjemand oben wird's wissen. Ach, Homer, wenn Sie auf dem Weg nach draußen jemanden umlegen, das wäre nett. Hey, Homer, warum lassen Sie sich diesen Spaß entgehen? Supergangster besetzt Ostküste. Entschuldigung. Ich werde schnell meine Freundin schnappen und dann gehen wir. Hey, Crystal! Wach auf! Telegramm. Projekt Arcturus hätte ohne Sie nicht zum Erfolg geführt. Und es dürfte Sie der Erfüllung Ihres Traumes etwas näher bringen. Es sind zwar nicht die Dallas Cowboys, doch es ist ein Anfang. Schreiben Sie mir, wenn Sie an der Ostküste sind. Hank Scorpio. Ja, gib doch ab, du Pflaume! Die Denver Broncos. Wenn dir die Denver Broncos gehören, das ist doch auch ganz gut. Ach, na ja. Erklär mir bitte, was dich daran stört. Du verstehst eben nichts vom Football-Marsch. Was für ein wunderbarer Ausflug an so einem herrlichen Herbsttag. Ich bedauere jeden, der jetzt zu Hause eingesperrt hockt, um sich irgendwelche Baseballspiele anzusehen. Ja, und obendrein haben Sie auch noch das Pech, dass Sie heute nichts mehr über Äpfel lernen. Diese Apfelmostmühle war bis 1941 ununterbrochen in Betrieb, bis die Arbeiter als Soldaten in den Zweiten Weltkrieg geschickt wurden. Als sie heimkehrten, stand sie noch da, wie sie sie verlassen hatten. Nur, dass sich inzwischen Tausende und Abertausende von Ratten hier eingenistet hatten. Oh, cool. Ja, genau. Und wenn Sie Ihre Öhrchen spitzen, können Sie sie noch an den Äpfel nagen und in den Toiletten planschen und sich abspülen hören. Und damit wäre dieser Teil unseres Rundgangs abgeschlossen. Eine der historisch bedeutendsten Fruchtpressen in diesem Teil unseres Landes wurde ursprünglich von Deutschen entworfen, später aber weiterentwickelt und für den größeren amerikanischen Apfel umgerüstet. Na, wer sagt's denn? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist doch Homer Simpsonchen. Wie lange bist du denn schon hier? Seit 20 Minuten. Da kann man nur abnuckeln und einnicken. Hoho, du hast wohl an Äpfelchen genuckelt. Hey, ein Tipp unter Freunden. Der Saisonpass hat sich nach dem 16. Besuch amortisiert. Weißt du, die meisten Leute kennen den Unterschied zwischen Apfelmost und Apfelsaft nicht, aber ich schon. Da gibt's einen ganz einfachen Trick, um sich das zu merken. Ist der gelb und klar, ist es Saft wunderbar. Doch ist er braun und trübe, kippst du dir Most in die Rübe. Es gibt allerdings zwei Ausnahmen. Ihr könnt ja von mir aus hier bleiben, aber ich verdrücke mich. Und auch leicht trübe, wenn man sehr spät geerntete Äpfel verwendet. Und in Kanada ist das Ganze selbstverständlich umgekehrt. Ach du meine Güte, ich hol dir lieber schnell einen Apfelmost. Neben dem Frühling und dem Winter ist der Herbst wirklich meine absolute Lieblingsjahreszeit. Seht euch nur dieses wunderbare bunte Blattwerk an. Das ist kein Blattwerk, Mom, das ist Laubwerk. Laubwerk. Genau das habe ich doch gesagt. Blattwerk. Man braucht kein Nuklearforscher zu sein, um Blattwerk richtig auszusprechen. Ehrlich, Smithers, ich verstehe nicht, wieso Harvard sich überhaupt Mühe gibt anzutreten. Die gewinnen ohnehin so gut wie kaum. Dabei haben die sogar noch mehr betrogen als im letzten Jahr, Sir.
Von mir aus soll Harvard seine Footballmannschaft und seine Akademiker behalten. Yale bleibt die Nummer 1 im Clubleben für Gentlemen. Meine sämtlichen Freunde habe ich hier kennengelernt. Hallo, Bernsey, dein alter Zimmerpartner Dink. Ui. Ruhig, ruhig. Oh, hervorragend gespielt, Sir. Achtung, Mitreisende. Der Zug wird momentan aufgehalten durch eine weggeworfene Couch auf den Schienen. Ja, ich würde sagen, es sieht aus wie eine Couch. Das kann eine Weile dauern, Smithers. Warum betrinken Sie sich nicht und taumeln zu meiner Unterhaltung komisch rum? Ich werde einen Einmann-Konga tanzen. Oh, Kundschaft, Gott sei Dank. Da braucht Papa sofort ein neues Paar von allen. Hallo, willkommen in unserem wunderschönen Ort Waynesport. Und erinnern Sie sich an Ihren Besuch mit einer glubschäugigen Walnuss. Oder mit einem glubschäugigen Stein. Einfach ausgemachten Kürbisbonbons. Oder einer verkrümmten Colaflasche. Na, was ist, wenn euch das alles so schön vorkommt? Ich hab auch noch Müll anzubieten. Casey Jones, wo fährt dieser Zug hin? Nach Springfield. Ah ja, in welchem Staat? Im Bundesstaat. Ich kann ehrlich behaupten, das war mit Abstand das Lustigste, was ich jemals erlebt habe. Die Mühle, die Geschichte und dann dieses hinreißende Blattwerk. Ich kann nicht anders, Lisa, unser kleines wandelndes Spruchwörterbuch. Oh, können die sich einen Pfahl für das Schild leisten? Das ist ein Anhalter, Homer. Oh, den nehmen wir mit. Nein, wenn das nun ein Verrückter ist. Tja, und wenn nicht, dann stehen wir da wie die Idioten. Wir nehmen ihn nicht mit. Das wollen wir doch mal sehen. Wir haben nicht genug Platz. Oh, doch. Trotzdem halte ich das für keine gute Idee. Und ich halte das für die beste Idee, die ich jemals hatte. Wir nehmen den wunderlichen Typen mit. Schluss, aus! Hey, ihr seid wirklich nette Leute. Es ist nämlich verdammt schwer, von hier wegzukommen. Nur ein Leichenwagen hat angehalten, weil die dachten, sie hätten mich verloren. Ich hab schon langsam Angst gekriegt. Seien Sie vorsichtig, auf dem Sitz liegt ein Apfelkuchen. Oh, oh. Grandpa, sitzt du etwa auf dem Kuchen? Ja, natürlich, das hoffe ich doch. Ich bin auf der Suche nach diesem Mann. Weiß jemand, wer das ist? Na klar, den kennen wir. Das ist Mr. Burns. Der hat versucht, unsere Welpen umzubringen. Und mich hat er sexuell belästigt. Ja, hat er meine Verlobte ausgespannt. Er hat sich lustig gemacht über mein Gewicht. Das heißt, es bestehen gewisse Spannungen. Weiß jemand seine Adresse? Mann, ich werd verrückt. Der Kerl scheint ja Geld wie Heu zu haben. Der ist mehr als reich. Ich hab noch nie ein Haus mit einem wandelnden Briefkasten gesehen. Hey, mit wem rede ich hier eigentlich? Ja? Ja, hallo, mein Name ist Larry. Ich möchte Mr. Burns sprechen. Tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, Larry. Aber bevor Mr. Burns einen Fremden empfängt, beobachtet er ihn erst durch sein gewaltiges Teleskop. Wenn Sie also Smithers, bitte... was ist hier los? Sie wagen es, mich beim Longdrink-Schlürfen zu unterbrechen? Kommen Sie zur Sache. Oh, bitte entschuldigen Sie. Ich bin ein bisschen nervös. Was ich damit ausdrücken will, ist... Was sind Sie? Verkaufen Sie Glühbirnen? Sind Sie besorgt um die Wale? Oder begeistert von Jesus? Verschwinden Moment, Sie... Moment, Mr. Burns, ich bin Ihr Sohn. Ach, und ich bin auf einen Ihrer Pfauen getreten. Haben Sie ein Papiertaschentuch? Es stimmt. Er ist mein Sohn. Na bitte, wer sagt's denn? Großer Gott. Versteh mich nicht falsch, Pap. Es ist schön, hier zu sein. Aber was soll jemand wie du mit einem Sohn wie mir anfangen? Ach, Larry, mein Junge, millionenmal habe ich diese Geschichte in meinem Hirn gewälzt. Das war 1941. Nein, 39. Beim 25. Yale-Treffen. Musste mir dort wieder begegnen, ausgerechnet meine unerfüllte College-Liebe, Mimsy Bancroft. Natürlich hatte Mimsy inzwischen ein paar Falten abgekriegt und das eine oder andere graue Haar, aber meine bewundernden Augen sahen über diese kleineren Mängel hinweg und fielen auf ihre 21-jährige Tochter Lily. Ich entführte Lily ins Kinematographentheater, wo unsere Leidenschaft nur noch mehr angefacht wurde, durch Clark Gables unbekümmerten Umgang mit dem Wort verdammt. Dann schlichen wir uns ins nahegelegene Peabody-Museum. Unter den lächelnden Augen von 4 ausgestopften Eskimos gaben wir uns der körperlichen Liebe hin. So, wie es damals üblich war. Aha. Das habe ich noch nicht erlebt. Ich war auch schon mal in einem Museum. Und was ist aus dir und Mom geworden? Es kam zu einem furchtbaren Skandal. Lily wurde von ihrer Familie gezwungen, dich wegzugeben und sie wurde in ein Kloster in der Südsee verbannt. Ich habe nie wieder was von ihr gehört. Was schwatze ich hier rum? Erzähl mir bitte alles über dein Leben. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Bis zum 18. Lebensjahr war ich im Waisenhaus. Dann bekam ich den Job an dem Souvenirstand. Oh, einmal habe ich einen Zeppelin gesehen. Ach, du bist bestimmt müde. Komm, ich werde dir dein Zimmer zeigen.
Oh, das ist aber elegant. Ach, Papp, noch nie ist jemand so nett zu mir gewesen. Ist ja gut. Ich finde es auch schön, dich zu sehen. Für den Fall, dass du dich langweilst, hier ist das Spielzimmer. Du kannst nicht nur die Orange essen und die Schale wegwerfen. Ein Mann isst nun mal kein Stück Obst. Das Stück sollte schon vor einer Woche abgesetzt werden. Ihr sollt es absetzen, ich kann es nicht mehr sehen. Ach, macht euch keine Gedanken. Ich finde euch in Ordnung. Hey, Sie sind doch der Anhalter. Was machen Sie hier? Ich lerne im Familienbetrieb. Ich bin Larry Burns, der Sohn des Chefs. Oh. Nur die Ruhe, ich will nicht arbeiten. Ich bin so faul, dass ich Unterricht an einem Automatikklavier genommen habe. Hui, das kann man echt faul nennen. Faul ist doch gar kein Ausdruck. Für mich ist Valium ein Aufputschmittel. Ich bin mehr als faul. Oh, so faul, schön. Larry und ich haben so viel gemeinsam, Marge. Viel mehr als du und ich. Wenn ich mit jemandem auf einer einsamen Insel stranden müsste, dann ganz bestimmt am liebsten mit Larry. Entschuldige, Homie, aber für heute Abend haben wir genug von Larry Burns gehört. Wieso? Bei euch ist doch heute sowieso nichts Interessantes passiert. Hey, Papp, all diese Leute sind unheimlich elegant. Ich finde nicht, dass ich dazu passe. Ach, was? Unsinn, Larry. Dein Blut ist blauer als das von denen. Verpass ihnen eine Dosis vom alten Burns-Charme. Oh, Admiral Carstairs, darf ich Ihnen meinen Sohn Larry vorstellen? Hey, Skipper, freut mich sehr. Wo haben Sie denn angefangen? Auf der Mayflower? Doch, Spaß beiseite. Ich hoffe, ich sehe mit 200 auch noch so gut aus. Larry, bitte, er ist sehr empfindlich, was sein Alter betrifft. Oh, Monty, das muss dein Sohn sein, von dem ich schon so viel gehört habe. Larry, Sie müssen unsere Tochter kennenlernen, die Debütantin. Das ist sie seit letztem Frühjahr. Oh, packen Sie sie wieder weg. Die ist noch gar nicht reif. Smithers, ich muss sagen, irgendwas finde ich merkwürdig an diesem Larry. Ich kann nun leider noch nicht mit dem Finger drauf deuten. Er benimmt sich in gewisser Weise etwas plump, Sir. Manche stört vielleicht sein etwas zu heroisches Herunterschütten von Cocktails. Nimm doch Platz, Papp. Sie auch, Grinsebert. Das Essen schmeckt zwar nicht besonders, aber die Portionen sind gewaltig. Nur die Ruhe, war nur ein Scherz. Apropos, meine Empfehlung an Mrs. Bocuse. Totaler Mangel an Feinfühligkeit. Smithers, lassen Sie die Aufnahmekommission für Yale kommen. Und? Haben Sie Larry schon kennengelernt? Oh ja, er hat sich über meine Gewichtsprobleme lustig gemacht. Dann hat er gemeint, mein Motto sollte sein Semper Fettig. Dazu hat er gesagt, ich sollte mich nicht aufregen. Und seine Prüfungsergebnisse? Naja, formulieren wir es so. Er hat Yale mit 6 Buchstaben geschrieben. Tja, verstehe. Moment, da fällt mir gerade ein, es ist allerhöchste Zeit für meine jährliche Spende. Wie viel lasse ich denn diesmal springen? Offen gesagt, Prüfungsergebnisse wie die von Larry erfordern schon einen etwas großzügigeren Betrag. Zum Beispiel erfordert ein Punktestand von 400 als Spende neuer Football-Trikots. 300 ein neuer Schlafsaal. Und im Fall Larry wäre schon ein internationaler Flughafen vonnöten. Yale könnte einen internationalen Flughafen gut brauchen, Mr. Burns. Sind Sie verrückt geworden? Als ob ich hier mit Flughäfen um mich werfe. Raus! Smithers, rufen Sie sofort meinen Sohn. Er ist offensichtlich was trinken gegangen, Sir. Stellt euch alle, was ihr wollt. Ich gebe einen aus. Hey, Schnuppel, schickt die Rechnung an meinen Vater. Okay, aber der letzte Typ, der auf Burns Kosten gebechert hat, wurde auf einer Müllkippe gefunden. Ja, schon, aber das war's wirklich. Ups. Was haben die Bürger dieser Stadt eigentlich gegen meinen Dad? Der ist ein ganz lieber Kerl. Man kann ihn leicht um den Finger wickeln. Komm mit, ich führ's dir vor. Das ist vielleicht eine Party. Wenn's hier noch lebhafter zugeht, bricht bald eine Beerdigung aus. Halt den Mund! Kein Mensch mag Komiker! Hey, Moment, Dad! Immerhin haben wir Besuch, da sollte man schon ein bisschen quackeln. Quackel, quackel, quackel. Hey, Sie Fresssack! Haben Sie einen Sohn? Einen Sohn, ja, Sir. Und ist er eine andauernde Enttäuschung? Bringt er Dummköpfe mit nach Hause, mit denen Sie reden müssen? Oh ja, sogar mehr als oft. Haben Sie mal was von diesem Milhouse gehört? Das ist so ein kleiner Streber, der... Faszinierend. Gute Nacht. Dad! Was ist heute Abend mit dir los? Ich krieg ja noch Frostbeulen vor lauter Kälte. Ich werde dir verraten, was mit mir los ist. Ich fühle mich gedemütigt, weil ich einen ungebildeten, lümmelhaften Ignoranten zum Sohn hab. Ich gehe lieber. Was ist denn passiert, Papp? Liebst du mich plötzlich nicht mehr? Schade, es lief so gut mit Dad und mir. Doch jetzt bricht alles auseinander, wie ein chinesisches Motorrad. Das finde ich wirklich unfair. Du erfüllst doch alles, was ein Dad sich wünschen kann. Ja, er schenkt mir keinerlei Beachtung. Er sieht mich überhaupt nicht und nimmt keine Rücksicht. Larry, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, festzustellen, wie sehr er dich liebt.
Und zwar, indem wir einfach deine Entführung vortäuschen. Ja, du hast recht. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich mich wieder verdrücken. Eine kleine vorgetäuschte Entführung. Nein, nein. Ich weiß schon, was ich tun werde. Ich werde mein Betragen ändern. Ich werde nicht mehr dauernd irgendwelche Witze reißen. Oder bei der Arbeit faulenzen. Und was am wichtigsten ist, Schluss mit der Sauferei. Ich schwör's, ich schaffe es. Ihr Sohn ist entführt worden. Ich kann einfach nicht glauben, dass jemand meinen Larry entführt. Ich werde nicht ruhen, bis er wieder bei mir ist. Ich will nicht unverschämt sein, Sir, aber wollten Sie nicht, dass Larry aus Ihrem Leben verschwindet vor nicht mal 2 Stunden? Es geht hier ums Prinzip, Smithers. Niemand bestiehlt Monty Burns. Ob es sich nun um meine Sonntagszeitung handelt oder um einen pflegelhaften Tölpel von Sohn. Okay, Mr. B., wenn die Kidnapper anrufen wegen der Lösegeldforderung, erzählen Sie ihnen, dass Sie das Geld unter einem großen Netz im Park deponieren. Dann fällt das Netz runter und schon sind Sie gefangen. Hm. Hey, ein guter Gedanke. Ein sehr guter sogar. Was macht ihr denn hier unten im Keller? Sieht ja fast aus, als ob ihr euch hier versteckt. Was heißt hier verstecken? Ach, Marsch, du hast wohl zu viele Versteckspielbücher gelesen. Und was bitte macht dieser Anhalter hier? Wird jetzt jeder Rumtreiber, den wir treffen, bei uns einziehen? Natürlich nicht. Das werden wir von Rumtreiber zu Rumtreiber neu entscheiden. Das ist kein Rumtreiber, Mom. Das ist Mr. Burns Sohn Larry. Er schafft es, bei jedem die schwache Seite aufzuzeigen. Oh, hallo, freut mich. Sehen Sie mal Ihre Frisur. Was ist denn passiert? Haben Sie sich etwa im Spiegel gesehen? Er macht nur Witze, Mom. Aber im Ernst, ich hätte auch gern so eine Frisur wie du. Ich krieg nur leider keine Baugenehmigung. Oh, da fällt mir ein, Mom. Der Buckingham-Palast hat angerufen. Die wollen ihren Hut wieder haben. Hey Kinder, wie wär's mit dem Applaus für eure Mom? Sie ist schwer in Ordnung. Oho, vielen Dank. Ahoi, hoi. Hallöche, Mr. Burns. Hier spricht der Kidnapper. Na, fehlt Ihnen Ihr Sohn? Ja, mein Sohn fehlt mir. Schicken Sie ihn mir sofort zurück. Wenn Sie Larry wirklich lieben, dann beweisen Sie es. Und er wird heute noch zu Ihnen zurückkehren. Pfui. Und wie soll ich das beweisen? Vielleicht mit $5,000 oder $6,000? Tut mir leid, mehr Geld habe ich nicht. Machen Sie sich denn keine Sorgen um Ihren Sohn? Das ist verdammt nochmal wichtiger als Geld. Was? Wichtiger als Geld? Wer sind Sie? Malle-Wohle, ein Moment. Wunderbar. Eddie, haben Sie eine Fangschaltung gemacht? Aber ja, Chief. 5, 5, 5. Ach Mist, das kann nicht stimmen. Hey, ich glaube, ich habe ein Paigau. Ach, ich hasse Paigau. Können wir nicht einfach Rommel spielen? Können wir auch nicht einfach nach oben gehen? Nein! Hier ist Kent Brockman in Hubschraubschrubber 6 mit einer Sondermeldung. Der Sohn von Montgomery Burns ist entführt worden. Entführt? Ach, Marge, das ist keine echte Entführung, sondern nur ein einfacher Trick, um die Liebe eines Vaters zu gewinnen. Du weißt genau, wie ich deine Tricks verabscheue. Immer noch? Bring Larry gefährlich sofort zurück zu Mr. Burns, bevor du dir noch mehr Ärger einhandelst. Wie bitte? Aber Marge, es ist helllichter Tag und es wimmelt von Bullen. Keine faulen Ausreden. Na los, mach schon. Natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden. Oh, Moment mal, das sind Sie. Larry Burns und sein Kidnapper. Am helllichten Tag und es wimmelt überall von Polizisten. Ladies and Gentlemen, dafür gibt es nur ein Wort. Idiotie. Mist, wir müssen uns irgendwo verstecken. Da, in dem verlassenen Lagerhaus. Nein, zu dumm, die Wirtschaft erholt sie. Hey, kauft ein Kostüm oder verschwindet. Wir müssen ein Versteck finden, wo wirklich niemand hingeht. Hallo? Olympia Dukakis und Bo Derek in Zu viele Omas. Schnelle Oma, die Oma kommt immer näher. Hier werden sie uns ganz bestimmt nicht suchen. Ja, hier ist es leerer als auf einer schottischen Toilette, die man bezahlen muss. Psst. Hey, es gibt zufällig auch Leute, die den Film sehen wollen. Wenn es dir nicht passt, ruf doch die Polizei. Hier ist Kent Brockman live vor dem Aztekenkino, wo sich laut Polizeibericht der Kidnapper Homer Simpson und seine Geisel Larry Burns mehr als lautstark unterhalten. Oh, er gibt dich freiwillig, Homie? Nein, Dad, schieß dir den Weg frei. Blutiges Ende für Homer Simpson ist eine von mehreren Möglichkeiten unserer Computersimulation zufolge. Und so würde es aussehen, wenn die Polizei ihn mit einem Baseballsperrfeuer belegt. Wir müssen schnellstens hin und Dad helfen. Nein, nicht! Bitte aufhören! Noch warm. Sie können nicht weit sein. Chief!
Machen Sie keinen Unsinn, Simpson. Lassen Sie den Jungen frei. Die Verhandlungen sind gescheitert. Erschießen Sie ihn. Oma ist kein Kidnapper. Er ist der beste Freund, den ich jemals hatte. Wir haben das Ganze nur vorgetäuscht. Das ist ungeheuerlich. Ich hätte wissen müssen, dass du der Einzige bist, der so dumm ist, dich zu kidnappen. Komm sofort runter, damit ich dich vor dem einfältigen Pöbel hier vermöbeln kann. Smithers, los, ziehen Sie mir den Gürtel aus. Mit Vergnügen, Sir. Nichts überstürzen, Mr. Burns. Ja, wir haben eine Entführung vorgetäuscht. Aber ist das wirklich ein so schlimmes Verbrechen? Was Ihr Sohn sich gewünscht hat, war ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen Liebe. Ich bin zufällig selbst Vater, Sir. Und meine Kinder sind manchmal auch widerspenstig, langweilig oder stinkig. Aber auf eins können Sie sich jederzeit verlassen. Auf die bedingungslose Liebe Ihres Vaters. Nun, was ist, Pap? Auch wenn es dir schwerfällt, kannst du mich so lieben, wie ich bin? Komm in meine Arme, mein Junge. Ich gebe zu, ich war vielleicht ein bisschen... Oh nein, ich kann's nicht. Es tut mir leid, aber das passt nicht zu mir. Das bin ich nicht, Larry. Ich kann dir die Familie nicht bieten, die du brauchst. Ach, was ist schon gut. Ich habe selbst Frau und Kinder. Oh nein, da fällt mir ein. Die werden sich bestimmt wundern, wo ich stecke. Ich habe gesagt, ich gehe nur einen Kaffee trinken und das war vor einer Woche. Tja, mein Sohn, es war nett, dich kennengelernt zu haben. Außerdem ist es gut zu wissen, dass es noch einen Nierenspender für mich gibt. Selbstverständlich, Pap. Aber lass mich vorher noch ein paar Longdrinks durchjagen. Solange wir hier noch zusammen sind, wollen wir eine Party feiern. Ein mieser Job. Hier passiert nie was Aufregendes. Herzlichen Glückwunsch, Homer Simpson. Sie haben soeben in der Angestelltenlotterie gewonnen. Juhu, und was kriege ich? Für einen Tag den Posten eines Industrieschornsteinfegers. Juhu! Hey, so ein toller Preis ist das nicht. Was soll's, das ist vielleicht ein dreckiger Job. Aber die hohen Tiere oben an der Spitze arbeiten noch härter. Wie lange dauert es denn, bis es 5 Uhr ist? Vorsicht, Smithers, vergessen Sie nicht, der Schwamm hat Ecken. Ich werde einen Runden suchen. Hilfe, Smithers! Ich sinke! Ich sinke! Mein Leben zieht vor meinen Augen vorüber. Du bist entlassen! Tanz! Tanz! So, es ist soweit. Endlich können wir diese Industrieschweine daran hindern, ihren Atommüll zu verklappen. Oh nein, unser Boot sinkt! Das war ich, ihr Trottel! Der Mann, dem ihr vertraut habt, war nämlich nicht der alte Huppi-Fluppi. In Wirklichkeit habe ich die ganze Zeit nur harmlosen Tabak gepafft. Ich habe hier einen Nervschwamm, Sir. Ich hoffe... Mein Gott, Mr. Burns ist tot. Warum müssen nur immer die Guten so jung sterben? Sie hätten mich fast umgebracht. Bitte, Sir. Sie erkennen Sie. Smithers, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass im Falle meines Todes niemand da wäre, um mein Erbe anzutreten? Wegen meiner hektischen Termine und meines lethargischen Spermas wurde ich leider nie Vater eines Erben. Und nun habe ich niemanden, dem ich mein unermessliches Vermögen hinterlassen könnte. Niemanden. Sie, Smithers? Nein, mein lieber Freund, für Sie habe ich eine weit größere Belohnung vorgesehen. Wenn ich einst dahin gehe, werden Sie zusammen mit mir lebendig begraben. Oh, herrlich. Hallo, ich bin Montgomery Burns. Aufgepasst, ich suche nach einem jungen männlichen Erben, um ihm mein Vermögen zu hinterlassen, wenn ich mal dahin scheide. Mein unermessliches, unermessliches, unermessliches Vermögen. Unermesslich. Morgen findet auf meinem Anwesen ein Vorsprechen statt.
Und nun kommen wir endlich zu unserem Film. Aber wenn es sein muss. Jetzt gehen wir in die Lobby. Jetzt gehen wir in die Lobby. Jetzt gehen wir in die Lobby und kaufen Erfrischungen. Vorsprechen für Burns Erbe im Lily Langtree Theater. Alle anderen sollen zur Hölle fahren. Und was bedeuten die 2K? Klarsprechen und Kernkraftwerk. Ich habe eigentlich gar nichts anzubieten, außer meiner Liebe. Ich habe doch ausdrücklich gesagt, kein Schmalz. Mom findet mich unheimlich cool. Der Nächste. Her mit deiner Kohle oder ich schlag dir deine verschrumpelte Visage ein. Sein Temperament gefällt mir. Auf die Kandidatenliste mit ihm. Um, sum, sum, schlägt mein Herz für dich. Sum, sum. Danke. Der Audi kriegt einen Extrapunkt. Ich gebe zu bedenken, dass Ihr Erbe kein Junge sein muss. In unserer phallokratischen Gesellschaft heute sollte... Ich weiß zwar nicht, was phallokratisch bedeutet, aber keine Mädchen. Das war's dann wohl mit Plan B. Alles Gute, du bist unsere letzte Hoffnung. Oh, eigentlich möchte ich gar nicht mitmachen, Dad. Ich habe nämlich heute ein Feuer gelegt, auf das ich aufpassen sollte. Bart, ich finde das, was wir hier machen, auch nicht gerade eine gute Idee. Aber du müsstest auch nicht bei Mr. Burns wohnen. Du würdest nur irgendwann all sein Geld erben und hättest für die Zukunft ausgesorgt. Meinen Glückwunsch. Sie haben damit die Examen an der teuersten und somit besten Universität bestanden, die es gibt. Möge Ihnen die Zukunft all Ihre... Hallo, Mart, ich bin Lee Majors. Hast du Lust, mit mir durchzubrennen? Klar, natürlich. Ich muss aufhören, in meiner Fantasie zu Lee Majors zu flüchten. Ach, einmal noch. Alles klar, mein Junge. Ich hab dir genau aufgeschrieben, was du sagen sollst. Lies es nur vor, dann schaffst du's. Hallo, Mr. Kearns. Ich will mehr Geld jetzt. Ich krank. Ui, ablesen kann er gut. Also bitte mich nehmen, Mr. Burns. Das heißt Kearns, du Dummkopf. Nein, heißt es nicht. Ich nehm's zurück. Das ist mit Abstand der Schlimmste. Es reicht, alle raus. Bis auf dich. Geh einen Schritt nach links. Au! Ausgezeichnet. Der Stiefel hat Bart getreten und ihn in den Hintern getroffen. Ich habe das Gefühl, Bart und Lisa sind im Moment ziemlich deprimiert. Willst du sie nicht ein bisschen trösten? Selbstverständlich. Kinder, ihr habt euer Bestes versucht und seid miserabel gescheitert. Was habt ihr daraus gelernt? Es niemals versuchen. Volltreffer in den Hintern, das war herrlich. Es ist sinnlos. Ich muss wohl mein ganzes Geld im Eierberatungsinstitut vermachen. Eier sind in letzter Zeit ziemlich in Verruf geraten, Smithy. Oh, sehen Sie, ein versteinerter Vogel, der seinen Orientierungssinn verloren hat. Das ist wohl eher ein Steinscher. Hm. Mal sehen, was das Labor dazu zu sagen hat. Hey, dieser Rüpel schmeißt mir alle meine Scheiben ein. Sehen Sie, Smithers, ein Wesen von allerreinster Bosheit. Genau den sollte ich an meinem sprichwörtlichen Busen nähren. Hey, du da, was für ein Tag ist heute? Heute? Aber wieso? Heute ist Weihnachten. Ich hab den da gemeint. Du, was für ein Tag ist heute? Hä? Ich werde dir sagen, was heute für ein Tag ist. Mit dem heutigen Tage erkläre ich dich zu meinem Erben. Au! Den Burschen mag ich sehr. Sie brauchen nur hier zu unterschreiben. Und Ihr Sohn Bart erbt meinen gesamten Besitz. Juhu, wir sind reich. Bart, geh rüber ins Herrenhaus und mach sofort alle Fenster auf. Dieser Mief von alten Leuten muss raus, bevor wir einziehen. Aber Dad, Mr. Burns ist doch noch gar nicht tot. Hä? Ja. Oh, du hast recht. Sie machen noch einen ganz rüstigen Eindruck, Burns. Keine Herzbeschwerden oder sowas? Na ja, ich... Alles wieder gut. Nachdem ihr nun zugestimmt habt, das Fallobst meines Nachlasses einzuhänsen, muss ich nun in mein großes, leeres Herrenhaus zurückkehren, um dort herumzuknastern und das Unvermeidliche zu erwarten. Allein. Denkst du jetzt auch, was ich denke? Ja, schubsen wir ihn doch lieber gleich die Treppe runter. Nein, Homer. Hör zu, nachdem er dir sein gesamtes Vermögen vermacht hat, solltest du ihm etwas Gesellschaft leisten. Na ja. Nun mach schon, Schatz. Okay. Hey, Moment, wieso darf Bart das? Und ich darf nicht mal eine Nacht im Gebüsch vorm Haus von Bhagwan verbringen. Ich weiß, Bart, Kinder betrachten mich als eine Art Buhmann. Aber eigentlich bin ich gar kein so schlimmer Finger. Oh,
Deine Milch ist kalt geworden. Ich klingel nach dem Mädchen. Oh, Verzeihung. Falscher Knopf. Ich möchte lieber wieder nach Hause. Oh, wenn du bleibst, kannst du dir zu essen wünschen, was du magst. Ja, sogar etwas in feinstem Aspik. Das wird aus Hufen gemacht, weißt du? Ich darf mir was wünschen? Okay. Ich will eine Pizza. Und sie soll serviert werden von Krusty, dem Clown. Hallo, hier ist Krusty, der Pizzamann. Also, wo sind meine 400 Piepen? Moment, wie kannst du hier sein, wenn deine Show live gesendet wird? Oh, ich lasse eine alte Aufzeichnung laufen. Keiner merkt den Unterschied. Oh, Kinder, ganz ruhig bleiben. Die Falklandinseln wurden soeben besetzt. Ich wiederhole, die Falklandinseln wurden soeben besetzt. Die umstrickenen Inseln liegen hier vor der Küste von Argentinien. Das hier ist mein Stolz und meine Freude. In jedes Haus in Springfield habe ich eine versteckte Kamera eingebaut. Die Idee dazu habe ich aus dem Film Sliver, ein erfreuliches Getümmel. Sprichst du etwa mit mir? Naja, ist ja auch sonst niemand da. Du musst mit mir sprechen, ob du willst. Oh je, der war antik. Verdammt! Oje, schmecken die gut. Aha, das ist die Erklärung für seine geheimnisvolle Reise nach Holland. Ich hab mich toll amüsiert. In Mr. Burns Haus gibt es einfach alles. Ein Irrgarten, ein Burggraben, gebleichte Holzfußböden und ein Loch ohne Boden. Ohne Boden, das gibt's nicht, unmöglich. Naja, praktisch gesehen meine ich. Hey, Mom, Bart schießt mit Erbsen. Hör auf, mit Erbsen auf deine Schwester zu schießen. Mr. Burns schießt mit Erbsen auf Smithers. Au, das war eine riesengroße. Homer, sag du auch mal was. Na schön. Lisa, hör auf, dich den Erbsen deines reichen Bruders in den Weg zu stellen. Hackbraten, das ist das widerlichste Essen, das es gibt. Oh, das war das Endstück. Jetzt reicht's. Deine Familie verachten und beleidigen ist eine Sache, aber ich werde nicht in Ruhe mit ansehen, wie du einen hungrigen Hund fütterst. Marsch auf dein Zimmer! Nein, auf die Familie pfeife ich. Mr. Burns fördert mein destruktives Talent. Hier erstickt man ja geradezu. Bart, du hast zu gehorchen. Stopf dir doch wieder ein paar Blumen rein. Oh, mein geheimes Laster. Smithers, mein Plan funktioniert perfekt. Bart Simpson wird hier als mein Sohn leben und ich werde ihn zu meinem Ebenbild formen. Wer weiß, vielleicht werde ich ihn eines Tages sogar lieben. Bartholomew! Smithers, befreien Sie mich davon! Du kommst sofort nach Hause! Ich will aber hier bei Mr. Burns bleiben! Darf ich Sie auffordern, sofort zu verschwinden? Ach was! Wollen Sie etwa die Hunde auf mich hetzen oder die Bienen? Oder die Hunde mit Bienen in der Schnauze, dass sie einen beim Bellen mit Bienen bespucken? Na los, bitte tun Sie es doch! Nur keine Hemmungen! Er hat die Tür abgeschlossen! Dem werde ich's zeigen! Ich bin sehr beunruhigt. Mr. Burns hat unseren Sohn gestohlen und will ihn nicht rausrücken. Um Himmels Willen, kann man solche Probleme nicht untereinander gütlich lösen? Wir können doch unmöglich in der ganzen Stadt die Polizei spielen. Diese verdammten Clowns! Ja, ihr guten Leutchen, ihr könnt beruhigt sein, denn ihr habt euch an den besten Rechtsvertreter überhaupt gewandt. Ach, Verzeihung, gibt es hier einen Orangensaftverkaufsstand auf der Etage? Ich verkaufe Ihnen den hier, der ist noch fast voll. Da kann ich ja gleich aus der Kloschüssel trinken. Der kommt wieder. Und was Ihren Fall betrifft, nur keine Sorge, ich habe mich schon mit jedem Richter hier in diesem Staat angelegt und oft sogar als Anwalt. Das Gericht entscheidet zugunsten von Montgomery Burns. Ich betrachte ihn eindeutig als biologischen Vater des Jungen. Ach, euer Ehren, die sind erst am Donnerstag fertig. Wir sollten uns entschließen, ihn in Zukunft nicht mehr zu nehmen. Cool, der Zug. Wo fährt der hin? Das weiß ich, aber er kommt erst nach 3 Stunden 40 Minuten wieder. Einmal lag Schnee auf den Dächern. Fantastisch, Bart. Mr. Burns schenkt dir alles, was du dir wünschst. Meine Eltern kommen immer mit der alten Leier Liebe, um ihr Spielzeug auszureden. Naja, du bist bestimmt gern allein mit deinen Besitztümern. Millhouse? Wenn du noch ein bisschen länger bleiben könntest, dann schenke ich dir diesen Blazer. Ist ein echter Donald Trump, ehrlich. Boah, ein Donald Trump, ey. Ach, tut mir leid, Bart. Bartholomew, den brauchst du nicht. Ich bin dein Schulhofspielkamerad. 5:43 und los. Hat, hat. Für mich? Aber ich kann noch gar nicht fahren. Ach, papalapap, im Kofferraum ist ein Schneidbrenner. Oh, wow.
Ich hab's miterlebt. Mr. und Mrs. Simpson, der böse und charismatische Mr. Burns hat ihren Sohn offensichtlich einer Gehirnwäsche unterzogen. Meinen Sie, Sie können ihn zu uns zurückholen? Aber selbstverständlich. Ich habe sogar schon Jane Fonda erfolgreich deprogrammiert. Und was ist mit Peter Fonda? Du liebe Zeit, das war ein Querschläger. Aber dafür habe ich Paul McCartney den Wings entrissen. Sie Volltrottel, das war doch der begabteste von allen. Du liebst Mr. Burns nicht, du liebst Homer und Marge. Du bist ihr Sohn und was du tust, ist falsch. Falsch, falsch! Ach, ich darf doch bitten, Sie stören hier eine Romanze! Tja, es waren zwei anstrengende Wochen, aber Ihr Sohn ist geheilt. Oh. Dad, ihr habt mir so gefehlt. Oh. Homer, das ist Hans Maulwurf. Darf ich ihn trotzdem behalten? Ja. Das war hinreißend. Hast du das gesehen? Die Maus hat die Katze wie eine Sau abgeschlachtet. Ist das Fernsehprogramm immer so amüsant? Ich würde jetzt eigentlich ganz gern nach Hause gehen. Wie eine Sau. Was? Hast du gesagt? Mr. Burns, bitte, ich möchte nicht undankbar erscheinen, aber ich möchte nach Hause zu meiner Familie. Ich hatte gehofft, dir das nicht sagen zu müssen, aber ich befürchte, deine Familie will dich nicht mehr. Mir fehlt Bart überhaupt nicht. Ich bin froh, dass er weg ist. Wie ich ebenfalls. Fein. Wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein, aber ich habe das Gefühl, dass mit denen irgendwas nicht stimmt. Tatsächlich. Dann, entschuldige mich für einen Moment. Leute, es ist alles schiefgelaufen. Homer Simpson sagt nicht fein, er sagt... Nein. Bedauere, MB. Aber ich habe gewaltige Schwierigkeiten mit dieser Rolle. Soll der vielleicht so eine neurologische Beeinträchtigung haben wie in Rain Man oder in Erwachen? Immerhin, ich verstehe sowieso nicht, was ich hier soll. Und die Dialoge haben auch nichts von dem sprühenden Witz in Murphy Brown. Wisst ihr, wie man in die Golden Girls reinkommt? Schluss jetzt, wenn ihr euch nicht anstrengt, spielt ihr bald alle wieder das Haus in Santa Video bei der Landesbühne. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was die alte Familie Simpson so treibt. Nein. Das sind sie irgendwie schon. Trotzdem kann ich's nicht glauben. Wahrscheinlich sind sie jetzt der Einzige, dem ich noch vertrauen kann. Dad. Oh, diese Rippe bricht aber auch dauernd. Lisa, was machst du da? Ich versuchte, das Loch blinder und sinnloser Zerstörungswut zu stopfen, das Barts Abwesenheit in unseren Herzen hinterlassen hat. Ja! Das ist nett von dir, Schatz. Ist ein bisschen eng. Ja, um deine Haltung zu korrigieren. Schon bald hast du einen gewaltigen Buckel. Jetzt bist du wirklich mein Sohn. Das muss gefeiert werden. Feuern wir ein paar Angestellte. Ausgezeichnet. Ach, machen wir es ein bisschen spannend, Lennart. Wenn Sie mir, ohne die Buchstaben E zu verwenden, sagen können, warum ich Sie nicht entlassen soll, behalten Sie Ihren Job. Ach, okay. Ich bin gut im Schuft gewohnt. Sie sind gefeuert. Ich hab doch gar keine... Ich sie aber gleich. Hey! Ich will auch mal. Hey, die Donutspur endet hier. Ha? Bart! Homer! Was für ein Zufall. Und die ideale Gelegenheit, mir deine Loyalität zu beweisen. Na los, Bartholomew. Gib Feuer, wenn du soweit bist. Na los, feuer ihn oder ich enterbe dich. Dann verlierst du alles. Dein wunderschönes Spielzeug, ein Leben voller Reichtum und Luxus, den Geschenkgutschein von Blockbuster Video und die Freiheit zu tun, was du willst. Du wirst mir fehlen, mein Sohn. Das tut mir furchtbar leid, Dad. Sie sind gefeuert. Was? Du feuerst mich? Das reicht. Du kannst und wirst niemals mein Sohn sein. Ein Stückchen nach links. Hä? Oh, aber gern. Du kannst und wirst niemals mein... Schafe, schon sie auf Lennarts Leiche zu landen! Du bist wütend, weil du denkst, du hättest uns im Fernsehen sagen hören, wir wollten dich nicht mehr in unserer Familie. Aber das waren nur Schauspieler, die uns gespielt haben. Woher weißt du das? Weil einer wie eine Klette eine ganze Woche lang an mir hing, um eine Rolle zu studieren. Bei mir war es genauso. Dieser Wicht hat mir dauernd was von Altersheim erzählt. In Wahrheit hast du den echten Simpsons unheimlich gefehlt. Und wir freuen uns sehr, dass du wieder zu Hause bist. Ganz meinerseits. Ganz meinerseits, mein Sohn. Und nun möchte ich dir deinen neuen Bruder vorstellen. Hans Maulwurf. Kawabanga. Cool, hä? Huh?
Probier mal, als ob du eine alte Kartoffel knutschst. Homer, ich möchte dieses Gerät aus dem Haus haben. Hey Norman, was machst du denn hier? Haben sie dich auch hierher geschmeckt? Das ist doch jedes Jahr dasselbe. Entschuldigung, verzeihung. Hoppla, das bin ich wohl gewesen. War das nicht wundervoll? Und jetzt sehen Sie Weihnachtsmänner aus fremden Ländern. Diese originelle Vorführung hat sich unsere zweite Klasse einfallen lassen. Oh, das ist Lisas Klasse. Fröhliche Weihnachten. So heißt Merry Christmas auf Deutsch. In Deutschland verteilen das Christkind, der Weihnachtsmann und der Knecht Ruprecht Geschenke an die braven Kinder. Und die bösen Kinder bekommen was mit der Rute. Miri Kurimasu. Ich bin Hotsayosha, ein japanischer Priester, der dasselbe macht wie der Weihnachtsmann. Und ich habe auch hinten noch Augen. Also, liebe Kinder, seid schön artig, wenn ich in der Nähe bin. Und jetzt sehen Sie Lisa Simpson als Tawanga, der Weihnachtsmann von der Südsee. Seht mal, das ist Lisa. Das ist unsere Lisa. Die vierte Klasse wird uns nun mit einem Pipapo, Potpourri von Weihnachtsliedern erfreuen. Ist das nicht wirklich ganz entzückend, Homer? Er singt wie ein kleiner Engel, nicht wahr? Oh, Jingle Bells im Winterfell, sie macht die Tiere geil. Uns die fünfte Klasse mit einer Szene aus der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Wie viele Klassen hat denn diese Schule noch? Liebe Freunde der Familie Simpson, wir haben in diesem Jahr schlimme, aber auch glückliche Zeiten erlebt. Zuerst das Schlimme. Unser Kätzchen Schneeball wurde völlig unerwartet überfahren und ist jetzt im Katzenhimmel. Jetzt haben wir Schneeball die Zweite. Das Leben geht eben weiter. Da ich gerade vom Leben schreibe, Opa lebt immer noch bei uns, ungenießbar wie immer. Maggie hat laufen gelernt, Lisa kriegt lauter Einser. Und Bart, naja, wir lieben Bart. Wir sind alle in hochweihnachtlicher Stimmung. Sag mal, bist du nicht bald fertig mit deinem blöden Brief? Homer lässt schön grüßen, glückliche Feiertage wünsche euch. Die Simpsons. Wo ist denn bloß dieses Verlängerungskabel? Da, wo es hingehört, es ist in der Werkzeugschublade. Entschuldige, ich bin nun mal ein großes Kind und Weihnachten bringt mich immer durcheinander. Jedes Jahr dieses blöde Kabel. Na, dann gib mir mal eure Wunschzettel. Ich schicke sie zum Nordpol in die Werkstatt vom Weihnachtsmann. Hör doch auf, der Kerl, der die Geschenke rüberlässt, weiß doch nicht mal, wo der Nordpol liegt. Oh, ein Pony? Oh, Lisa, seit 3 Jahren wünschst du dir jetzt immer dasselbe. Und jedes Mal habe ich dir gesagt, ein Pony passt nicht auf seinen Schlitten. Wann kapierst du das mal? Aber ich wünsche mir jetzt echt ein Pony. Ich war doch sehr, sehr brav im letzten Jahr, oder nicht? Schon gut. Hoffentlich ist Bart nicht so übergeschnappt wie du. Eine Tätowierung? Was? Ja, das ist doch cool und du hast das fürs ganze Leben. Du bekommst bestimmt keine Tätowierung zu Weihnachten. Wenn du eine willst, dann musst du sie von deinem eigenen Taschengeld löhnen. Einverstanden. Homer. Hallihallo? Marge, bitte. Wer ist da? Kann ich bitte Marge sprechen? Du bist ihre Schwester, stimmt's? Ist Marge da? Was soll ich denn sagen, wer dran ist? Geben Sie mir Marge. Das ist deine Schwester. Nein. Hallo? Hallo, Marge. Ich bin's, Patty. Selma und ich freuen uns wahnsinnig, unsere kleine Schwester am Heiligen Abend wiederzusehen. Homer und ich freuen uns auch sehr auf euren Besuch. Von wegen. Irgendwie glaube ich nicht recht, dass Homer sich wirklich freut. Warum musstest du ausgerechnet von allen Männern, die dich damals umworben haben? Oh. Gelungene Aktion, Dad. Das war nur der Abgang jetzt. Macht euch auf was gefasst. Marge, dreh den Saft auf. Was sagt ihr jetzt? Mir fehlen echt die Worte. Tolle Leistung. Jetzt wart doch erstmal ab, mein Sohn. Hey, Simpson. Was gibt's denn, Flanders? Wie finden Sie das? Auch nicht schlecht, was? Wow. Das ist viel zu hell. Dieser Flanders, dieser miese Angeber. Kommt ihr mit Weihnachtseinkäufe machen? Ja! Ja, kaufen, kaufen. Dann holt euer Geld. Jetzt sag schon, Marge, wo hast du das Weihnachtsgeld versteckt? Oh, ich habe auch meine Geheimnisse. Dreh dich mal um. Jetzt kannst du gucken. Oh, Kröten im Glas. Bye.
das ist das hübscheste Geschenk, das du deiner Mutter machen konntest. Du siehst richtig gefährlich aus. Einmal Mutterherz, bitte. Moment mal, wie alt bist du? 21, Sir. Geht in Ordnung. Die ganze Belegschaft herhören. Unterbrechen Sie Ihre Arbeit nicht während der folgenden Durchsage. Es spricht für uns alle unser Boss und Freund, Mr. Burns. Liebe Mitarbeiter, ich bin stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Sicherheit im Kraftwerk steigern konnten. Bei gleichen Verbrauchskosten und ohne die Gehaltserhöhungen für das Management zu gefährden. Aber leider gibt es für euch ungelernte Arbeitskräfte in diesem Jahr kein Weihnachtsgeld. Und im Übrigen, fröhliche Weihnachten. Gott sei Dank haben wir noch das Gurkenglas. Wo steckt jetzt Bart? Aber Mami, das gefällt dir. Ja, Mrs. Simpson, wir können die Tätowierung Ihres Sohnes entfernen. Mit dem Laser ist das überhaupt kein Problem mehr. Cool. Aber dieser Eingriff ist sehr teuer und wir müssen auf eine Vorauszahlung bestehen. Geht es ihm bar? Das wäre recht. Zum Glück bleibt uns noch Humers Weihnachtsgeld. Hi, Caramba. Egal, was jetzt passiert, du darfst dich bloß nicht aufbäumen. Wir wollen doch nicht, dass dieses Ding da deine Augen oder dein Bäuchlein ausglüht. Au, lass das. Au, lass das. Au, lass das. Au, lass das! Hey, was ist das? Au, lass das! Das war meine turbogeile Tätowierung. Aber Mami musste das ganze Weihnachtsgeld ausgeben, um sie wieder wegzukriegen. Was? Oh, das gibt's doch nicht! Das Glas ist leer! Oh, du lieber Himmel, wir sind pleite! Die Geschenke sind gestrichen. Weihnachten können wir vergessen. Nun mal ruhig, Humor. Wir werden deine Weihnachtsgratifikation eben ein wenig strecken müssen. Ah. Humor? Ach ja, natürlich beim Weihnachtsgeld. Wie blöd von mir. Das wird das schönste Weihnachten, das wir je hatten. So schön, dass ihr es euch gar nicht vorstellen könnt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du mir noch was zu sagen hast. Hm? Ach, ich liebe dich, mein Schatz. Das sagst du mir doch unentwegt. Naja, weil ich dich wirklich liebe. Du hättest aber einen Kerl verdient mit einer dicken, fetten Brieftasche und einer Kreditkarte, bei der nicht immer gleich die Sirene losgeht. Ich glaube aber eher, es hat was mit deinem Weihnachtsgeld zu tun. Andauernd bitte ich dich darum, aber... Marge, lass uns offen darüber reden. Ja. Also, ich möchte... Ich möchte die Weihnachtsgeschenke diesmal ganz alleine kaufen. Ja, wenn du willst, gerne. Mal sehen. Da ist es. Strumpfhosen. Praktisch und verführerisch. Eine Sechserpackung. Und das für nur 4,99. Papierblöcke. Ich wette, Bart freut sich ein Loch im Bauch, wenn er die kriegt. Bleibt nur noch die kleine Maggie. Ah, da haben wir es ja schon. Sein kleines Quietschzeug. Steht zwar drauf für Hunde, aber lesen kann sie ja nicht. Simpson, Sie sind es. Hallo, Flanders. Meine Güte, was ist das nur für ein Durcheinander? Also, was gehört Ihnen davon und was mir? Na, sehen wir mal. Gut, das ist meins und das da ist meins und das da ist auch das meins. Das ist alles ihr. Mr. Simpson, Ihr Kotelett ist runtergefallen. Ah, gib schon her. Also dann wünsche ich schöne Feiertage. Oh, das wird ein wunderschönes Weihnachten. Was ist denn los mit der Humor? Hat dir jemand Nadeln in die Zahnbürste gesteckt? Du nuckelst den ganzen Tag an einem einzigen Bier rum. Ja? Heute ist Weihnachten. Danke, Mo. Ich schmeiß eine Lokalrunde. Was für einem Aufzug läufst du denn rum, Bart? Das ist mein Arbeitsdress als Teilzeit-Weihnachtsmann da unten im Einkaufszentrum. Ja, wäre das nicht ein Job für mich? Ja, ich weiß nicht, die sind ziemlich wählerisch. Mögen Sie denn Kinder? Wie meinen Sie das? Tag und Nacht? Auch wenn Sie bekloppt sind? Natürlich mag ich Kinder. Willkommen an Bord, Sims. Sie müssen jetzt nur noch unser Ausbildungsprogramm absolvieren. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Was ist denn jetzt schon wieder, Simpson? Wann gibt's denn die Kohle? Keinen Pfennig vor Heiligabend. Also, nochmal von vorne. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Von draus, vom Wilde, komm ich her. Ich muss euch sagen, es
Weihnachten. Toll, was? Setzen, Simpson. Sind wir auch wirklich immer schön brav gewesen? Du bist gar nicht der Weihnachtsmann, Dicker. Also, ich hau dir gar keine Ruhe. In so einer Situation sagen Sie einfach, der Weihnachtsmann hätte in diesem Jahr sehr viel zu tun und Sie wären einer seiner Gehilfen. Oh, das wollte ich doch auch gerade sagen. Warum bist du 7 Stunden zu spät? Ein Wort, Marge, ich steig sofort in die Badewanne. Aber Homer, willst du nicht wenigstens guten Tag sagen? Meine Schwestern sind da. Hey, Daddy, endlich bist du wieder da. Was? Warum? Ach so. Ja, grüß dich, Patty. Grüß dich, Selma. Wie war die Reise? Angenehm. Ihr seht prima aus. Vielen Dank. Na dann, fröhliche Weihnachten. Ach, es ist Weihnachten? Davon merke ich aber nichts. Ach ja, und weshalb nicht? Erstmal habt ihr keinen Weihnachtsbaum. Also, ich wollte mich gerade auf die Socken machen, um einen zu besorgen. Dürfen wir mitkommen, Dad? Dürfen wir? Nein. Alle Bäume $75. Ah, immer noch 60. Deinen Fehlern und dann noch 45, die Spinnen. Hey du, was hast du hier zu suchen? Oh. Hey, komm sofort zurück! Na, wie gefällt er euch, Kinder? Ist doch ein Prachtstück. Wow, ja, das hast super. Du toll gemacht, Dad. Was macht denn das Vogelhaus da drin? Das ist Christbaumschmuck. Es stinkt nach Schießpulver. Und dann will ich noch einen Robotoiden. Und dann will ich noch ein Goop-Monster. Und dann will ich einen riesengroßen elektronischen... Ach, Kleiner, diesen Schrott brauchst du doch gar nicht. Freu dich lieber darüber, dass du etwas viel Wichtigeres schon hast. Ein gutes Zuhause und einen lieben Vater, der bestimmt alles für dich tun würde. Hey, ich habe noch nicht zu Mittag gegessen. Darf ich da mal abbeißen? Der ist die Karikatur von einem Weihnachtsmann. Ich glaub's nicht, dass die Kinder auf sowas reinfallen. Wetten, du traust dich nicht, auf seinen Schoß zu klettern? Na und? Du traust dich nicht, ihm den Bart abzureißen. Abwarten. Ich hoffe, es geht dir besser, Weihnachtsmann. Ja, wenn erstmal die Schwestern von Frau Weihnachtsmann abgereist sind. Danke fürs Zuhören, mein Kind. Oh. Hey, Weihnachtsmann, was liegt denn an? Wie heißt du denn, Bart? Kleiner Partner. Ich bin Bart Simpson. Und wer bist du? Ich bin der Weihnachtsmann. Ach ja? Na, das wollen wir doch erstmal abchecken. Au! Homer! Komm doch mal mit in die Werkstatt vom Weihnachtsmann, du Mistkäfer. Vertritt mich mal eben. Du kannst mir glauben, Dad, ich hatte echt keinen Schimmer. Keiner weiß das. Es ist ja auch geheim. Ich habe in diesem Jahr kein Weihnachtsgeld gekriegt. Aber bevor die Familie auf Weihnachten verzichten muss, würde ich sonst was tun. Das merkt man, Dad. Du musst uns sehr lieb haben, um so einen Quatsch mitzumachen. Kein Grund, um sentimental zu werden. Da draußen wartet die Arbeit auf mich. Hallihallo, der Weihnachtsmann ist wieder da. Ho, ho. Tja, mein Sohn, eines Tages wirst auch du die Annehmlichkeiten des Zahltags kennenlernen. Man kriegt einen dicken Scheck für rechtschaffene Affen. Simpson, Homer, hier, das ist für Sie. Machen wir uns auf den Weg, lösen wir den Lappen ein und besorgen Geschenke für... Oh, $13? Hey, Augenblick mal. Schon in Ordnung, $120 brutto abzüglich Sozialversicherung, ja? Minus Arbeitslosenversicherung, aber, Weihnachtsmannausbildung, minus Kostümkosten, Leihgebühr für den Bart aber, und den Clubbeitrag bis zum nächsten Jahr. Komm schon, Dad, gehen wir nach Hause. $13? Die kann ich mir doch gleich an die Mütze stecken. Echt super. $13. Und damit geht's gleich ab zum Rennplatz. Wohin? Wohin schon? Ich gehe jetzt zum Hunderennen. Ich hab da ein heißes Hündchen im vierten Rennen. Kommt ihr mit? Das geht nicht, Barney. Vielleicht bin ich als Vater ein totaler Versager, aber ich schlepp meinen Sohn doch nicht am Heiligen Abend zu so einem bekloppten Hunderennen. Ach, nun komm schon, Simpson. Das Hündchen heißt Wirbelwind. Quote 10-1. Leicht verdientes Geld. Nun mach schon, Dad. Das könnte das Wunder sein, das den Simpsons das Weihnachtsfest rettet. Also eins habe ich vom Fernsehen gelernt, dass an Weihnachten für arme Kinder immer Wunder passieren. So ist es Tiny Tim gegangen, so war es bei Charlie Brown und bei den Smurfs und so wird es auch bei uns sein. Also meinetwegen geht mir. Wer ist eigentlich Tiny Tim? Moldi, glaubst du, der Weihnachtsmann kann das Elfenland unter dem vielen Schnee finden? Das glaube ich nicht, Babis. Das wird ein trostloses Weihnachten für die kleinen Elfen. Oh nein! Wo bleibt nur dein Mann? Kommt der überhaupt noch? Er ist mit Bart zum Weihnachtssingen gegangen. Wir haben Kohle, wir haben Knete, wir haben bald genug für eine geile Weihnachtsfete. Ich muss ja schwachsinnig sein, dass ich das mache. Dürfen wir unsere Geschenke jetzt aufmachen, Dad? Du kennst doch unsere Tradition, erst nach dem 8. Rennen. Hey, Barney, welcher ist denn dein Wirbelwind? Er hat Nummer 6. Da seht ihr unseren Glückshund. Gleich da drüben. Er hat seine letzten 5 Rennen alle gewonnen. Was? Sprichst du etwa von diesem dünnen Burschen da? Was hast du denn, Dad? Das sind doch alles dürre Gerippe. Gut, du hast ja recht.
Wahrscheinlich kann nur noch dieser Wirbelwind unser Weihnachtsfest retten. Achtung, Rennfreunde, wir haben für das vierte Rennen noch eine Änderung. Die Nummer 8, Sir Galahad, wird ersetzt durch Knecht Ruprecht. Ich wiederhole, anstelle von Sir Galahad startet Knecht Ruprecht mit der Nummer 8. Oh, Bart, hast du das gehört? Was für ein Name. Wind und Knecht Ruprecht, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zufall, das ist ein Omen. Wie stehen die Wetten für Knecht Ruprecht? 99 zu 1. Wow, das ist ja toll. 99 mal 13 macht fröhliche Weihnachten. Ich habe so ein komisches Gefühl im Magen. Hast du etwa kein Vertrauen zu mir? Hör mal zu, manchmal ist das Vertrauen das Einzige, was mich aufrechterhält. Na, dann mach Vertrauen eher. Ich hab's ja gewusst. Alles auf Knecht Ruprecht. Chloe, dein atomarer Schneeverträger hat's geschafft. Hip, 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 hurra! Es ist schon gleich 9 Uhr. Wo ist Homer überhaupt? Es ist mal wieder typisch für diesen Trottel, alles zu verderben. Was, Tante Patty? Ach, nichts, meine Kleine. Ich habe nur was Nettes über deinen Vater gesagt. Ich finde, du solltest diese Nettigkeiten unterlassen. Denn abgesehen von der Tatsache, dass er seine Schwächen hat wie alle Menschen, ist er schließlich der einzige Vater, den ich habe. Deshalb ist er auch mein männliches Ideal. Und dass ich ihn so schätze, das wird alle zukünftigen Beziehungen in meinem Leben beeinflussen. Daher hoffe ich, dass euch klar ist, dass sich jeder Schlag gegen ihn auch gegen mich richtet. Und ich bin viel zu jung, um mich gegen eure Verbalinjurien wehren zu können. Mhm. Schau dir ruhig weiter deinen Trickfilm an. Jetzt du, Bart, gib dem Schein einen Glückskuss. Nicht etwa, dass wir es nötig hätten. Schui, der mechanische Hase. Ja, geh los. Du laufst doch nicht auf rechts. Mach schon, du lahme Hose. Ja, los, schneller, los. Der linken Bartkopf, vier Fuß an ihn heran, gefolgt von Bulli und Bill. Mach schon, du blöder Hund! Jetzt rollst du das Heck von hinten auf! Ab geht die Post! Los, 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 Es ist kaum zu fassen, aber ich fühle mich vom Fernsehen irgendwie verarscht. Ich gehe nicht eher, bevor unser Hund durchs Ziel ist. Ach, vergiss es, lass uns gehen. Hast du vielleicht einen Gewinnschein gefunden? Fehlanzeige. Hey, Simpson! Na, was hab ich dir gesagt? Wirbelwind! Rauschen wir ab, Daria. Hau ab! Verschwinde! Verzieh dich! Du bist das letzte Mal als letzter durchs Ziel gegangen. Schau mal, Dad, da ist doch unser Knecht Ruprecht. Und lass dich hier bloß nicht wieder blicken! Oh nein, nur das nicht! Nein, nein, nicht zu uns, Zieleine! Ach, können wir ihn nicht behalten, Dad? Bitte. Aber das ist ein Versager. Ein ganz armes Schwein. Das ist ein Sims. Vielleicht sollte ich die Polizei anrufen. Der wird schon wieder nüchtern. Ja, und kommt nach Hause gewandt. Mhm. Und stinkt nach billigem Parfüm. Homer! Oh, ist jetzt der Weihnachtsmann da? Oder was ist passiert? Zu. Ich muss euch jetzt etwas gestehen. Das fängt ja gut an. Ich habe diesmal kein Weihnachtsgeld gekriegt. Ich habe wirklich alles versucht, um unser Fest noch zu retten. Aber was ich auch angefasst habe, alles... Seht mal her, Leute, was wir euch mitgebracht haben.